Gunst. Sicherheitstüren? Wo liegt denn da die Herausforderung für eine digitale, ultra-mega-mobile Intelligenz wie dich? Ich meine, was soll's? Ich nehme ein paar Quadratmeter Stahl, haue ein paar Schlösser drauf und ratze die Katze, fertig ist die Sicherheitstür. Ha! Meine Türen bieten weit mehr als nur einen simplen Schloss- und Schlüsselmechanismus. Der Zugang zu den Räumen von Missgunst wird von einem ausgeklügelten Sprachanalysesystem gesteuert. Und die Tür von Widerlus öffnet sich erst, wenn seine Hand oder die Pfote von Missgunst in den ID-Abtaster eingeführt werden. Ihre Hände sind ihre Schlüssel. Unmöglich zu verlieren. Und mit Sicherheit nicht übertragbar. Alles in allem bieten meine Sicherheitstüren weit mehr. Ratze die Katze fürs Geld. Ja, es kann gut sein. Ich schon. Was weißt du über Widerlus Schlägertruppe? Was ich über sie weiß? Alles, natürlich. Ich war es doch, der für Widerlus all ihre verschiedenen körperlichen Gebrechen geheilt hat. Gebrechen? Der erste konnte nicht sehen. Der zweite konnte nicht sprechen. Und der dritte machte dauernd quietsch, quietsch, quietsch. Der dritte war taub. Ich wurde gerufen, um bionische Sinnesorgane für die jeweiligen organischen Mängel zu erschaffen. Dank meiner Kunst sind sie heute eine extrem schlagfertige Schlägertruppe. Natürlich sind die bionischen Bauteile, die ich erschaffen habe, ihren eigenen schlappen Körperteilen in jeder Beziehung überlegen. Eine Verschwendung von Technologie, aber egal. Wenn die Revolution kommt, werden meine Stahlkrieger diese Geräte bergen und den Rest abfackeln. Die Revolution. Ich sehe sie schon bildlich vor mir. Ein ödes Wüstenland mit fleischlosen Schädeln übersät. Ein Stahlfuß zermalmt triumphierend die... ist ja gut, wir verstehen das schon. Oder war dein heimlicher Plan B, uns alle zu Tode zu langweilen? So. Bis später dann. Viel Glück bei der Weltherrschaft und dem ganzen Kram. Glück? Glück hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist allein meine außergewöhnliche Intelligenz, die... Genau, bis dann. Was ich die ganze Zeit vergessen habe, ich habe noch nicht versucht zu sprechen. Okay. Ah, er findet was. Oh, Dalek. Ja, das stimmt. Schaut mich an, hart wie Kruppstahl. Finger weg da. Ich rede wahrscheinlich erst, wenn man das Buch rausholt. Ist da gut? Ah, ein Stempel gelesen. Ein ruhiges Gewissen ist ein sattes Stempelkissen. Oder so ähnlich. Was denn? Noch mehr Tinte dran machen? Wozu denn das? Ich bin sicher, das ist nur ganz schwach illegal. Schwach. Nix drin. Oh toll, ein Tresor. Oh. Danke, ganz vergessen. Dann sollte ich über die Zahltasten eintippen, wenn man was anderes hat. Kommt nicht gut. Ja.
Ja, das glaube ich auch, weil die ganzen Sprüche drin sind. Teilweise doch ein bisschen hart sind. Denn genau. Passt schon mal. Ja, damals gab es echt schon heftige Spiele. Aber es sollte selber nicht wissen. Ja. Geschafft. Ein Loch! Liegt hier einfach so rum, was? Faules Loch! Nö, ist ein tragbares Loch. Nein. Dieses Ding kann uns überall hinbringen. Warte mal, da steht was drauf. Achtung, Prototyp. Extrem beschränkte Reichweite. Nur in Stadtzentren benutzen. Vor der ersten Reise eventuell Lebensversicherung abschließen. Okay. Kleiderordnung. In dieser Gegend könnte das fast alles bedeuten. Hm. Könnte sein. Ja, sieht man an mir. Überhaupt nicht schädlich. Das Schloss von Vidalus. Da möchte ich nicht wohnen. Ich wette, es ist doch nicht mal ein schöner Ort für Besucher. Ein Baumstumpf. Ein halber Baum ist besser als gar keiner. Verzeihung, Ma'am. Ich glaube, Sie haben hier was verloren. Ach, vergessen Sie es. Ich auch. Ist es besser. Okay, Flachs. Also, der Plan sieht so aus. Ich lege jetzt dieses mysteriöse Prototypen-Dings hier hin, das wir auf gegnerischem Territorium gefunden haben und über das wir nichts wissen. Und dann springen wir mitten rein. Oh Mann, können wir stattdessen nicht lieber ein nettes, ruhiges Ründchen russisches Roulette spielen? Hui, ich weiß ja nicht, was ich erwartet habe, aber bestimmt nicht sowas. Was, wirklich nicht? Hast du denn schon mal eine geheimnisvolle Dimension gesehen, in der keine Augäpfel, mathematische Formeln und Uhren herumfliegen? Du hast ja recht. Sieht eine Augäpfel. Also Uhren sehe ich ja. Warte mal, schon vorne sehe ich auch gerade nicht. Ich schlag die Sahne steif, jawohl.
wir haben es wirklich geschafft. Wir sind nicht verloren gegangen, implodiert oder sonst was. Implodiert? Du hast mir nie was von implodieren gesagt. Wenn du Angst hast, dass ein Kern implodieren könnte, könntest du ihn zumindest vorwarnen. Stimmt, gar nicht aufgefallen. Ja, oh ja, die Ausreißer sind hier irgendwo. Ich kann sie riechen. Ich glaube, das könnte ich gewesen sein. Vielleicht sind die Flüchtigen ja im Kostümverleih und beschaffen sich Kleidungsstücke, um sie zu tarnen. Dann mal los. Irgendetwas sagt mir, dass diese drei unangenehmen Schlägerstimmen zu den drei unangenehmen Schlägertypen von Widerlust gehören. Was sollen die nur machen? Denk nach. Denk nach, Flax. Denk nach. Rein da. Los, bewegt euch. Sie können noch nicht weit sein. Puh, das war für meinen Geschmack etwas zu knapp. Ach, wirklich? Ganz schön klein, diese Umkleidekabinen. Wäre tierisch eng geworden, wenn sich diese Typen hier auch noch reingequetscht hätten. Seufz. So. Der König möchte, dass wir jetzt seinen Gutschein einlösen. Schau, Mama! Der Gutschein ist abgestempelt. Cool! Okay, also erstmal bekommen Sie das Gratisgeschenk. Sie meinen, ein umsonst ausgeliehenes Kostüm? Nein, ich meine sein Werbegeschenk. Hier haben wir es. Das ist ein Fliegenanzug. Ja, er hat sich als Verleihkostüm irgendwie nicht so recht durchsetzen können. Hier will einfach niemand wie eine Fliege aussehen, schätze ich. Aber ich dachte, vielleicht mag es der König ja. So irgendwie als Zeichen des Respekts für seine Arbeit und so. Großartige Idee. Ich kann's kaum erwarten, ihm den Anzug zu zeigen. Und vergessen Sie irgendwie sein Gratis-Verleihkostüm nicht. Sucht König Nick denn irgendwas Bestimmtes? Wir werden es erkennen, wenn wir es sehen. Okay, nehmen Sie irgendwie einfach, was Sie wollen. Soll nichts Ausgefallenes sein, soll es für Frauen sein? Wird es ein ganzes Jahr übertragen können? Das da, oder? Moin, Traumfalke! Lang nicht mehr einen gesehen. Moment noch! Seit vorgestern. Hier, bitte! Viel Spaß damit, okay? Okay. Guck, ob es richtig ist. Ich glaube, wir haben das Richtige für dich gefunden. Ach, schön, schön, schön. Ja. Ja, es passt. Ja. Das war das Richtige. Oh, es ist so herzergreifend.